She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zur Bundesliga-Preview, präsentiert von Trikottüte. Ein letztes Mal für diese Saison. Wir starten rein in die allerletzte Bundesliga-Preview der Saison 21-22. Es sieht, by the way, aus, hätte ich eine neue Kamera. Ich habe einfach nur das Fenster offen, weil es unerträglich warm hier drin ist. Letzter Spieltag, Freunde. Oh mein Gott, letzter Spieltag. Ich habe echt gar keinen Bock, dass die Saison vorbei ist, aber viele Ligen sind noch nicht entschieden, es geht noch um so viel. Und selbst wenn es nur um den letzten Platz ist, also ihr nicht das obligatorische Grillfest mit den Jungs organisieren wollt, ihr wollt noch einmal liefern, ihr wollt diesen letzten Spieltag noch einmal anständig zu Ende bringen und ich werde heute mein Bestes geben, euch bestmöglich auf diesen letzten Spieltag vorzubereiten. Dazu, es sind schon zwei Videos diese Woche online gekommen, die auch in die Richtung gehen. Einmal der Bundesliga-Rückblick am Montag, auch da habe ich bereits ein bisschen über den anstehenden Spieltag geredet. Dann das Video am Dienstag, habe ich euch nochmal konkrete Spieler genannt, die ihr für den Spieltag kaufen, aufstellen solltet und so weiter. Und heute natürlich die Bundesliga-Preview mit Ergebnistipps. Ja, generell meinen Spielern, auf die ich setze, meine Mannschaften, auf die ich setze und so weiter. Da wird es heute einiges an Content geben. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange drum rum. Hier in der Champions League, ich bin Meister, da wird nichts mehr dran zu rütteln sein. Ich bin 2.500 Punkte vorne, selbst wenn ich ich keinen einzigen Spieler aufstelle. Minus, was sind das dann? 1.211 Punkte machen? Ne, Quatsch, man kriegt pro Spieler ein Minus. Also würde ich minus 1.100 Punkte machen, dann bräuchte Paul immer noch einen 1.400 Punkte Spieltag, um mich einzuholen. Dementsprechend kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich hier... Also, Bullshit, ich werde hier Meister werden in der Champions League. So, fucken wir nicht drum rum. Von daher ist es für mich ein reiner Ehrenlauf. Ich kriege noch einmal hier den Guard of Honor. Darf noch einmal hier einen Schaulauf meines Teams machen. Und genauso werde ich reingehen. Und ich sehe, wo gegen die Frankfurter, Demelo Tomas gegen Köln, Lewandowski, Upamecano und Hernandez gegen Bielefeld. Ich meine, man sieht bei allen die Aufstellungen. Es kann natürlich noch sein, dass ich hier ein bisschen rumrangiere. Auch Choboslai Campbell kann noch ein bisschen rangieren. In Guardiol würde ich sehr gerne aufstellen, wenn er denn fit ist. Mal gucken, für wen er dann reinkommt und so weiter. Da gibt es natürlich noch ein paar Möglichkeiten, aber Stand jetzt möchte ich auf jeden Fall so reingehen. Kadermäßig bin ich top aufgestellt, ich kann reagieren, die einzige Position, wo ich nicht reagieren kann, ist mein Torwart, da habe ich lediglich Radetzky, hoffe also, dass er spielt, ansonsten habe ich da ein Problem, aber selbst wenn ich da einen Nuller habe, dann ist es am Ende auch egal, von daher, bei mir geht es nicht mehr um allzu viel, aber bei euch geht es um viel, Freunde, und deswegen starten wir jetzt auch direkt rein in die Matchups, let's go. Und beginnen nicht mit dem Freitagabendspiel, denn das gibt's nicht. Ihr könnt bei allen Aufstellungen, bei allen Spielen die Aufstellung einsehen. Von daher gehen wir einfach mal chronologisch hier oben nach den Kicker-Begegnungen und fangen an mit Dortmund gegen Hertha BSC Berlin. Für Dortmund wird es das letzte Heimspiel sein, das heißt auch hier nochmal in Anführungszeichen einmal Schaulauf des letzten Spiels dieses Spieltages oder der kompletten Saison gegen die Hertha. Und für die Hertha geht es noch um eine ganze Menge. Ich meine, letzten Endes kann man, wenn man hier einen Punkt nur holt, ein einziger Punkt reicht und man hält die Klasse. Das heißt, für die Hertha geht es um viel mehr als für den BVB. Und eigentlich ist Dortmund genauso eine Mannschaft, die in so einem Moment crumblen kann. Aber ich kann es mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. In Dortmund einfach volle Hütte. Haaland in seinem letzten Saisonspiel, in seinem letzten Spiel im Dortmund-Trikot. Ich als City-Fan bin natürlich hyped ohne Ende, aber für Dortmund natürlich ein herber Verlust, aber der wird nochmal liefern wollen, der will nochmal zeigen, dass er für den Verein dankbar ist, dass er in dem Spiel, ich meine, wir erinnern uns letztes Jahr an das Spiel gegen die Hertha, wo er 4 Tore gemacht hat, also der wird heiß sein, das ist deswegen auch mein Once-to-Watch, so viel kann ich verraten. Und ich kann mir einfach, wie gesagt, wirklich nicht vorstellen, dass die Hertha hier irgendetwas mitnimmt. Ich glaube einfach nicht dran. Ich denke, der BVB wird das hier relativ sicher und solide zu Ende spielen. Von daher kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass Hertha hier irgendwas macht. Und gehe deswegen auch mit einem 3:1 für Borussia Dortmund. Kann ich auch hier gerne nochmal eintippen. 3:1 ist meine Prediction. Ich sehe hier nichts anderes. Ich switch nochmal gerade ganz schnell mein Handy auf den Second Screen, dass ich sehe, falls es hängen bleiben sollte. Also Hertha für mich keine Chance. Der BVB wird das Ding hier am Ende gewinnen und ich tippe 3:1. Once to watch ist Erling Braut Haaland. Wolfsburg gegen Bayern. Auch hier sehe ich persönlich keine Chance für Wolfsburg. Der FC Bayern ist hier mit riesigem Abstand der Favorit. Die werden hier noch einmal einen Schaulauf starten wollen. Das Ding ist halt, es kann wieder viel rotiert werden, weil es geht wirklich um nichts. Die Pokalübergabe ist ja schon her.
Von daher wird es da auch keine extra Motivation gehen an der Stelle. Klar, es ist dann offiziell, dass die Saison vorbei ist und der FC Bayern Meister ist, aber die werden hier trotzdem Gas geben. Und Wolfsburg ist auch einfach nicht in der Form oder meiner Meinung nach auch nicht in der Lage, hier irgendetwas reißen zu können. Das sehe ich persönlich auch nicht. Die spielen aktuell echt nicht schlecht, muss man fairerweise sagen, aber wenn man sich an das Hinspiel Bayern gegen Wolfsburg erinnert, das war ja wirklich, das war komplett Banane, was Upamecano da gemacht hat, generell die Dominanz, die Bayern da drauf gedrückt hat. Ja, es war eine ganz andere Spielsituation, der FC Bayern, da ging es noch um viel, trotzdem auch hier sehe ich persönlich nichts anderes als einen deutlichen Bayern-Sieg. Deswegen gehe ich auch mit dem 3:1, besonders interessant natürlich die Aufstellung des FC Bayern. Da werden mit Sicherheit zwei, drei kleinere Spieler drin sein, die man ganz gut aufstellen kann. Von daher da nochmal besondere Acht drauf legen und dann all in auf den FC Bayern gehen. Für mich besonders interessant ist Jamal Musiala, der es wirklich jetzt endlich mal wieder verdient hat, in der Startelf zu stehen. Und da gehe ich auch stark von aus, einfach dadurch, dass Coman gesperrt ist. Kann ich mir einfach gut vorstellen, dass Musiala nochmal die Chance bekommt, von Beginn an zu spielen und gegen Wolfsburg. Das ist einfach der perfekte Gegner für ihn, weil das sind genau diese kleinen, engen Räume, die er gut durchdribbeln kann. Die wird der VfL Wolfsburg nicht verteidigen können. Von daher Musiala für mich der Once to Watch. Und Bayern gewinnt mit 3:1. Leverkusen gegen Freiburg. Für Leverkusen geht es um nichts mehr. Die können weder nach unten noch nach oben, sind auf Tabellenplatz 3 fest und spielen damit auch in der Champions League. Glückwunsch natürlich auch dafür. Für Freiburg geht es noch eine ganze Menge. Für den hypothetischen Fall, dass Bielefeld was gegen Leipzig holt und Freiburg gewinnen, könnten die sogar noch in die Champions League kommen. Von daher glaube ich, dass die Freiburger heißer sein werden. Ich bin aber auch ehrlich, das habe ich letzte Woche genauso gesagt. Also, dass sie heißer sein werden als Union Berlin. Letzten Endes gewinnt Union Berlin das mit 4:1. Von daher schwierig, das für mich Richtung Freiburg auszulenken. Ich habe mich aber letzten Endes für ein 2:2 entschieden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Freiburg dann doch die Souveränität auf den Platz bringt, das Ding hier zu gewinnen. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie es verlieren. Von daher gehe ich hier mit einem 2:2 und ich denke, damit können beide Mannschaften einigermaßen leben. Wie gesagt, für Freiburg ist dann wenigstens die Europa League safe und Leipzig wird das Ding meiner Meinung nach eh gewinnen, so viel ist auch verraten. Von daher denke ich, passt das genau so. Once to watch bei den Freiburgern ist dann Christian Günther, der, nachdem ich ihn verkauft habe, zu Roberto Carlos mutiert ist. Ihr habt das Meme gesehen, das ich gepostet habe. Naja, der könnte in dem Spiel für mich nochmal den Unterschied machen. Der ist aktuell komplett on fire. Und mal sehen, wie er in dem Spiel letzten Endes auch performen wird. Union gegen Bochum. Für Union geht es hier auch nur um eine Menge. Und dementsprechend einfach dadurch, dass sie letzte Woche so super souverän gegen Freiburg gewonnen haben. Und weil es einfach noch um so viel für sie geht, glaube ich einfach, dass der VfL hier keine Chance haben wird. Bochum hat letzten Spieltag gut gespielt. Ich glaube aber nicht, dass Union hier zu Hause irgendetwas anbrennen lassen wird. Ich gehe mit einem relativ soliden 2:0. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass Union jetzt nicht die mega Spielanteile haben wird, aber es wird reichen, durch gezielte gute Konter mit 2:0 am Ende hier vom Platz zu gehen. Von daher Union vielleicht auch ein Geheimtipp für den letzten Spieltag. Once to watch ist dann Geraldo Becker. Brauchen wir auch nicht so viel zu sagen. Das, was ich immer hart an ihm kritisiert habe, das Finishing, das scheint er dieses Jahr einfach ohne Probleme zu liefern. Und von daher, was soll den Dude dann stoppen? Hat auch Urs Fischer gesagt, es gibt nichts, was ihn stoppen kann. Das ist vollkommen richtig. Das Einzige, was ihn immer gestoppt hat, war sein unfassbar schlechtes Finishing. In dem Fall ist er aber mittlerweile einfach da und kann das auch auf den Platz bringen. Von daher, Becker für mich der Once to Watch und Union Berlin gewinnt das Ding mit 2:0. Dann kommen wir zu Gladbach gegen Hoffenheim. Auch hier geht es um nichts. Hoffenheim kann weder nach unten noch oben noch abrutschen, genauso wie Gladbach. Beide Mannschaften werden mit Sicherheit die Ambition haben, das Ding hier am Ende sicher nach Hause zu führen. Ich sehe aber die Tendenzen leicht bei Gladbach. Jetzt nicht wirklich stark, aber ich sehe schon die Tendenz bei Gladbach. Ich gehe hiermit auch mit einem hochklassigen Spiel. Ich glaube generell am letzten Spieltag fallen ja traditionell immer viele Tore, weil einfach ein bisschen das Chaos reinkommt, was auch vollkommen normal ist. Von daher glaube ich, Gladbach wird sich hier mit 3:2 durchsetzen. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie da den kleinen Edge haben, weil Hoffenheim mir letzte Woche auch im Stadion nicht allzu gut gefallen hat. Und Gladbach das meiner Meinung nach aktuell sehr, sehr gut macht zu Hause. Werden die nochmal den kleinen, wie gesagt, Edge haben, um das Ding hier am Ende gegen Hoffenheim mit 3:2 zu gewinnen. Once to watch in dem Spiel ist für mich Breel Embolo. Auch hier wieder ist einfach ein Spielertyp, den Hoffenheim nicht verteidigen kann. Dieses Physische mit Tempo kombiniert, das ist immer ein riesiges Problem für die Hoffenheimer Innenverteidigung. Und von daher glaube ich, dass Embolo hier der Once to watch am Ende sein wird und das Ding für die Gladbacher gewinnen wird. Und dann kommen wir zu meiner Meinung nach chaotischsten Spiel an diesem kompletten Spieltag, Stuttgart und Köln. Ich meine, die Tabellenumstände könnten nicht verschiedener sein. Für Köln geht es hier um die europäischen Ränge. Potenziell, ah ne Quatsch, ich sehe gerade diesen, wenn Freiburg den Punkt holt, jetzt muss ich gerade überlegen, was ich hier getippt habe.
Nee, also es geht nicht mehr nach oben, nach unten. Die sind auf Tabellenplatz 7 gefangen. Von daher geht es um Stuttgart, für Stuttgart um noch mehr. Okay, das ist relativ krass. Ah klar, ich könnte auch Union überholen, wenn das quasi. Ich habe hier schon alles vorberechnet auf der Tabelle, deswegen muss ich ein bisschen durchdenken. Es geht für beide Mannschaften auf jeden Fall um viel, vor allem für den VfB Stuttgart. Wenn sie das Spiel hier gewinnen und Hertha in Dortmund Punkte liegen lässt, beziehungsweise generell keine Punkte holt, dann kann der VfB die Klasse halten, fest, muss nicht in die Relegation. Das heißt, die werden brennen, Freunde, die werden richtig brennen. Für mich ist Stuttgart auch nominell eine tolle Mannschaft, denen es einfach irgendwie immer gefehlt hat an gewissen Sachen. Ich habe aber das Gefühl, in dem Spiel werden die da sein. Und ich erwarte hier ein komplett verrücktes Spiel. Ich entscheide mich hier für ein 4:2 für den VfB Stuttgart. Ich glaube, das wird ein komplett verrücktes Spiel, wie gesagt. Dynamik hin und her und dann am Ende durch gut geführte Konter wird der VfB das am Ende mit 4:2 für sich entscheiden. One to watch ist Omar Mamouche, habe ich auch schon oft angesprochen. Auch am Dienstag im Video habe ich schon gesagt, dass er für mich der klare One to watch in diesem Spiel ist. Und das, ja, bleibe ich auch weiterhin dabei. Der ist für mich der One to watch und wird hier ein sehr, sehr gutes Spiel machen. Mainz Frankfurt, am Anfang der Woche in den Videos war ich ein bisschen mehr davon überzeugt, dass Mainz das hier machen wird, weil sie einfach heimstärker sind, weil ich glaube, dass Frankfurt andere Dinge im Kopf hat als die Bundesliga, aber Glasner hat schon angeteased, dass er der Meinung ist oder dass er sagen wird, die volle Elf hier antreten zu lassen, um einfach für die Europa League ein kleines, wer das genannt, ich glaube Generalprobe genannt, ja, zu machen oder durchzuführen. Von daher, tut mir leid für die Geräusche, Freunde, aber ich muss das Fenster auflassen, sonst halte ich das nicht aus, ey. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es doch ein bisschen enger wird und habe mich letzten Endes für ein 1-1 entschieden. Ich glaube, Frankfurt wird schon heiß sein, die wollen schon liefern, die wollen schon zeigen, hey Alter, wir spielen nächste Woche ein Europa-League-Finale, wir müssen hier zeigen, was wir drauf haben. Und dementsprechend gehe ich in Anführungszeichen nur mit einem 1:1. Ich denke, damit können beide Mannschaften aber auch gut mit leben. Für beide Mannschaften geht es auch hier um nichts. Von daher denke ich, passt das vom Ergebnis her auch sehr gut. Once to watch, Johnny Burkhardt. Bester Spieler von Mainz in der Offensive, wird, wenn Mainz in dem Spiel trifft, treffen. Von daher gehe ich davon aus, dass er der Once-to-Watch sein wird. Augsburg führt. Auch hier geht es um die goldene Ananas. Für beide Mannschaften geht es um absolut nichts. Ich persönlich gehe davon aus, dass Augsburg zu Hause nochmal eine tolle Leistung zeigen will. Einfach letztes Saisonspiel, die wollen nochmal liefern, die wollen nochmal was zeigen. Und von daher gehe ich hier von einem Augsburg-Sieg aus. Ich glaube aber nicht, dass das ein spektakuläres Spiel wird. Ich entscheide mich hier für ein 2:1, relativ langweiliges Ergebnis. Augsburg wird das irgendwie heimfahren, aber wie gesagt, nicht spektakulär. Once to watch, Daniel Caligiuri habe ich auch am Anfang der Woche empfohlen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er in dem Spiel hier mit einer Torbeteiligung rausgeht. Und dann noch das letzte Spiel. Für mich das punktereicheste Spiel, also das Spiel mit dem höchstmöglichen Punktepotenzial. Ich mache es ganz kurz und knapp. Leipzig wird das Ding hier dominant für mich gewinnen. Ich gehe mit einem 3:0 für RB. Ja, wie gesagt, Leipzig für mich die Mannschaft, wenn ich auf eine Mannschaft setzen müsste an dem Wochenende für die besten Kickbase-Punkte und man sieht die komplette Aufstellung, was auch super wichtig ist, dann ist es für mich RB Leipzig. Von daher in dem Spiel meiner Meinung nach All-In auf der RB Leipzig. Once to watch ist noch Dani Olmo. Ich denke, der wird spielen und von daher wird der wie immer gute Punkte machen. Ich wollte nicht einen Kunku nennen, das wäre nämlich langweilig gewesen. Gut. Das war's auch schon zu meinen Predictions. Heute eine kurze, knackige, schnelle Preview. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich wünsche euch wirklich von Herzen einen tollen letzten Spieltag. Genießt es noch einmal. Habt einen geilen Spieltag. Verbringt die Zeit mit euren Kickbase-Manager-Freunden, wie auch immer. Guckt das Ganze zusammen. Habt nochmal einen schönen Tag und dann, ja, geht's in die Sommerpause, Freunde. Eieiei. By the way, bevor ich es vergesse, Samstagmorgen werde ich noch streamen. Wahrscheinlich auch relativ lange, wo ich nochmal für den letzten Spieltag eure Fragen beantworte. Von daher checkt einfach ab, wie ich die Benachrichtigung auf YouTube mache. Ich werde auf jeden Fall nochmal streamen am Samstag. Wann und wie genau werdet ihr dann noch erfahren. Das war's dann von mir, Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag, einen erfolgreichen Spieltag und einen allerletzten geilen Kickbase-Spieltag für dieses Jahr. Viel Erfolg, Freunde. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man?